Am 3. März fand an der Talsperre Malta das traditionelle Schwimmen in den Frühling statt. Eigentlich sollten zu diesem Zeitpunkt etwas erschwerte klimatische Bedingungen wie zum Beispiel Nebel, Eisregen, Schnee und Eis auf der Malta herrschen, aber die wärmende Frühlingssonne strahlte über das Paulsdorfer Strandbad. Hier treffen sich seit vielen Jahren Freunde des kalten Wassers zum gemeinsamen Schwimmen in die neue Badesaison. Organisiert von der Wasserwacht Paulsdorf. Tobias Reuschel hatte an diesem Sonntagnachmittag das organisatorische Zepter in der Hand. Er gab dann auch das Startsignal für die mutigen Schwimmerinnen und Schwimmer zum Anbaden 2024 an der Malta. Duc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mai, nu mai ei, nu mai, nu mai ei. Hallo bei der Wasserwacht Paulsdorf zum 19. Anbaden hier in unserem schönen Talsperre Malta. Wir starten damit immer in den Frühling und baden quasi das Eis frei. Wir sind ca. 35 Teilnehmer, die mit ins Wasser gehen. Und wir machen halt da einen Bratwurstverkauf, Saunazelt und. Und es wird immer sehr gut angenommen und wir haben unseren Spaß dabei. Also wir haben hier verschiedene Teilnehmer, einmal halt ganz normal Leute, die einfach an Spaß und Freude ja wirklich just for fun ohne irgendeine Vorbereitung herkommen. Und dann gibt es Vereine, die regelmäßig durch die ganzen Anbader oder Eisbader in Sachsen fahren und dort dabei sind. Es war auf jeden Fall kälter als gedacht. Ich habe es wärmer erwartet, aber es war ja cooles Feeling. Also danach ist immer, ja, war gut. Wir kommen von Dresdner Eisfüchsen. Wir kommen Pirna Bratschwitz, gehen jeden Sonnabend von Oktober bis März, machen das schon seit 30 Jahren mindestens. Du noch länger? Ja, ich mache das schon seit 40 Jahren, tiefste DDR-Zeit. Ich habe alleine angefangen und dann haben wir uns einzeln zusammengefunden und waren dann irgendwie mal eine Truppe. Und ja, fahren auch zur Veranstaltung Oberwiesenthal, Oederan. Und jeden Sonnabend, egal ob Eis ist oder nie. Mit Eis ist noch schöner und wir kommen hier nach Malta sehr gern. Das ist wunderbar organisiert. Ich kann es ja sagen, ich bin 68. Es hält jung. Es hält jung und gesund. Erkältung, also ganz, kaum, ganz selten. Kaum Erkältung. Ganz selten. Malta bekommt immer von uns kleines Geschenk für ihre Sauna, Holz und das Tradition hier dann. Eigentlich kommen wir nur wegen der Sauna. Also beim Eisschwimmen bin ich grundsätzlich tatsächlich das erste Mal dabei. Ich habe ja vor 3 Jahren bin ich mal immer durch die Malta im Winter geschwommen. Aber man merkt, wenn man dann in Vorbereitung ist, ist es doch deutlich kühler, als wie es von außen aussieht. Auf jeden Fall ist es ja wirklich eine Instanz geworden und hier treffen sich die Leute. Und das ist eine gute Einleitung für die Sommersaison, die hoffentlich wieder erfolgreich wird. Bei so einem perfekten Wetter ist das ja, lässt sie auf sich hoffen. Na logisch, wir freuen uns schon lange auf das schöne Wetter, dass wir wieder in die Wärme, Sonnenbaden und die Leute versorgen können.